Hi, ich bin Kultmeron. Ich zeige euch heute im UFM Gamecheck SimCity. Yay, schon wieder ein Spiel, was ein Reboot bekommen hat. Und deswegen heißt es auch nur SimCity, ohne Zahl hinten dran. Und das Prinzip von SimCity sollte eigentlich jedem bekannt sein. Man zieht Straßen und dann muss man da Häuser dran bauen. Wohnviertel und Gewerbegebiete und Industrie. Und dann muss das Ganze auch noch mit Strom und Wasser versorgt werden, damit die Stadt wächst. Und in der Hinsicht hat sich nicht so viel an SimCity verändert, außer, dass ihr jetzt auch online mit anderen zusammenspielen könnt. Und mit auch meine ich nur. So sieht meine Stadtnachbarschaft aus, wenn ich Nachbarn hätte. Man kann SimCity nicht mehr offline spielen. Man muss einen Account bei Origin haben. Und eure Stadt wird auch nicht bei euch, sondern auf den EA-Servern gespeichert. Und da hat sich EA ordentlich in die Scheiße geritten, denn beim Start des Spiels haben die Server einfach mal nicht funktioniert. Kann ja keine Ahnung, dass da plötzlich Leute auf den Server wollen bei einem nur online spielbaren Spiel. Aber natürlich bietet dieses nur online sein Feature total tolle Neuerungen. Man kann untereinander Handel treiben und ihr könnt zum Beispiel Geld verdienen dadurch, dass ihr Müll einer anderen Stadt bei euch lagert. Und es gibt noch eine tolle Neuerung. Kurvige Straßen. Dass ich das noch erleben darf? Ja, man kann jetzt nämlich Straßen ziehen, wie man will. Theoretisch sogar eine in Penisform. Theoretisch. Und ich erinnere mich noch, damals habe ich SimCity 4 gespielt. Was? Wann ist denn das? Wow! Das ist 10 Jahre her? Das wusste ich nicht. Ach du Scheiße. Naja, auf jeden Fall vor 10 Jahren habe ich mal SimCity 4 gespielt. Und ich erinnere mich, dass ich das unglaublich kompliziert fand. Und dagegen war das hier ziemlich leicht. Und dann ist das auch noch so gemischt mit Ansätzen aus Die Sims, wo dann der Bürgermeister einen auf Simlisch anbrüllt. Ulameta, Kniepfen, Knazi, Knazipu. Und übersetzt heißt das dann, ich brenne, bau bitte eine Feuerwehr! Ja, dann macht man das halt. Also es ist ziemlich easy und stellenweise sogar spaßig. Aber auch die alten SimCity-Teile waren spaßig und die konnte ich vor 10 Jahren, die kann ich heute und in 10 Jahren noch spielen. Während dieses neue SimCity vielleicht in 10 Jahren nicht mehr geht, weil die Server dann abgeschaltet werden, was weiß ich. Und auf die Frage hin, ob das Spiel jemals offline spielbar sein wird, haben EA gesagt, nein, das ist nicht möglich. Wir müssten das gesamte Spiel umschreiben. Oh, das ist so groß. Und was da errechnet wird, das geht nur über unsere Server. Und dann kommt ein Fan aus der Mod-Community, knallt einen Mod raus, der das Spiel offline spielbar macht. Und wie ging das? Er hat 2 Zeilen Code entfernt. 2 Zeilen. Das gesamte Spiel umschreiben, mein Arsch. Also das neue SimCity-Spiel mag in Ordnung sein. Es ist okay, weil es einfach ist, weil es optisch ganz nett ist und weil es ein bisschen an Sims erinnert, nur halt auf eine Stadt bezogen. Aber durch diese immer online sein Scheiße und die glatten Lügen von EA hat das Spiel, was eigentlich in die Kategorie nicht kacke gepasst hätte, doch einen ziemlich bitteren Nachgeschmack gekriegt. Und deshalb bekommt SimCity von mir 3 von 5 Views. Penis.